Aha. Paris bin ich jetzt. Ah. Weiß Jude überhaupt davon? Und weiß Romeo davon? Einfach so eine Überraschungsheirat? Mit dem Paris? Okay, das war's dann. Wir haben jetzt Romeo und Julia Skript. Okay, so, da haben wir schon die nächste Quest bekommen. Und was haben wir hier? Wer ist dieser dicke Typ da? Ach, ist das der Priester? Nee. Ach, keine Ahnung. Ha. Ja, also das reicht erstmal für diese Aufnahmesitzung. Mäh, ich bin ein Schaf. Fragt mich nicht, warum die Hörner dieses Schafes schwarz sind. Man kann diese Robe bzw. Jumpsuit nicht färben. Hier, cannot be dyed, steht da. Es ist ein schwarzes Schaf. Ich bin diesmal ein schwarzes Schaf für die nächsten Quests. Also, wir müssten mit Lanier sprechen. Lanier. So. Dude, falsche Quest. Hier, Juliet's Concern. Okay, Juliet macht sich sehr viele Sorgen um die zuvorstehende Heirat mit dem Paris. Fair Juliet is forced
into nuptials with Paris by her father, and Romeo is banished to Mantua. Whatever shall Juliet do now? You must keep vigil. Was muss sie wohl tun? Akt 1, Szene 1, Akt 4. Akt 4, Szene 1 haben wir hier. Es geht nun weiter mit der ersten Szene des vierten Aktes. Ich glaube, Hamlet hatte 5 Akte. Also sind wir schon fast am Ende hier von Romeo und Julia. Dann bin ich mal gespannt. Was müssen wir hier machen? Sollen wir der Julia helfen oder schauen wir uns nur irgendetwas an? Ah, hier sind sogar Leute. Cool. Und ich bin noch nicht mal auf dem ersten Channel. So. Dann gehen wir mal rein. Was haben wir hier? Sind wir wieder in der Kirche? Friar Lawrence Cell. Verona-Kräuter soll ich sammeln. Mhm. Oh, wir haben... Hier sind die Kräuter. Oh, oh. Oh, shit. Ei. Heilen, 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 heilen. Shit, meine Güte, ich bin ja schon fast tot. Ich bin schon tot. Naja, ich habe noch ein paar kostenlose in der Haus. Während sich mein Pet hier um diese Skelette hier kümmert. Mein Skelett-Pet. Mein untotes Pet kümmert sich um untote Gegner. So. Oh, wenigstens lassen sich hier die Sachen schnell sammeln. Heilen, 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 heilen. Wie viele brauche ich eigentlich? Bis hier nichts mehr weggeht. Oh, shit. Er ist tot. Wir haben noch ein anderes Pet hier zur Verfügung. Es hat nicht geklappt. Ist das hier jetzt schon leer? Ah, nee, doch nicht. Wie viele soll ich denn jetzt sammeln? So. 4 Herbs muss ich haben. Habe ich ja schon. Ich habe 10 Stück. 12 Stück. Wie viele sind denn hier auf dem Haufen drin? Naja. In der Zeit kann ich ja noch mehr sammeln, bis das Ding hier, der Gaul hier, Ghoul, tot ist. Nicht Gaul, Ghoul. Ey, komm. Kümmere dich um dieses Ghoul-Vieh. Uiuiui, ist tot. Delonix, bitte. Noch nicht. Die sind sehr stark, diese Gegner hier. Ich glaube, die Missionen hier sind alle auf Advanced. Fest in der Schwierigkeit. Also egal, wie schwach oder stark man ist. Aha.
Da ist dieses berüchtigte Gift. Womit die Julia so tut, als ob sie tot wäre. Lollipop Sword. Huch. Jetzt habe ich ein Lollipop Schwert. Cool. Sowas kriege ich natürlich auch jeden Tag täglich. Aber ich verfütter die immer an mein Stückchen. Was ist das denn? Ich habe falsche Feder hier. Wo habe ich denn eigentlich normale Federn? Habe ich keine normalen Federn zum Wiederbeleben? Das hier ist Advanced. Hier vielleicht? Ich habe keine Federn. Muss ich mir kaufen. Hier. Der hier. Nicht im Inventar, sondern im Shop hat er, glaube ich, Federn. Glaube ich. Oder war das woanders? In einem anderen. Das war doch in einem anderen Pet Shop. Hier. Dieses Pet hier hat aber auch Federn. Genau, hier. Nehme ich mal. Dieses blöde Zeug lasse ich fallen. Habe ich noch gar nicht zu Ende gemacht hier. Okay. Ich muss mal meine Pets wieder heilen lassen. Beim Heiler. Okay. Can the wedding be stopped with Friar Lawrence's potion and Juliet's decision? Die möchte sich also schon vor der Heirat umbringen. Mit dem Zeug hier. Mit dem Gift. Mit dem Trank. So. Beinwell. Ach, armer Beinwell. Habe ich nichts zum Heilen? Doch, ich sollte ein paar Potions haben. Füttern wir ihm mit 100 HP. HP 100 Potion. Ach, guck mal hier. So viel HP hat der. Dass eine HP 100 nicht ausreicht. Habe ich noch mehr? 100. 500 habe ich sogar. Das sollte gut sein. Gut. Also. Was gibt es hier jetzt? Juliet has returned home bearing the potion of Friar Lawrence's design. She will undoubtedly carry out her plot. In this, love seems to hold great power. Laterne, you must deliver the letter now. Gut, bringen wir dem Romeo den Brief. Habe ich überhaupt diesen Brief? Anscheinend nicht. Oder ist das hier? Nein, das ist nur die Einladung. Aber ich habe da schon drauf gedrückt, ne? Haben wir doch schon gelesen. Ach nee, das war bei Moosbee. Bei Laterne habe ich das nicht gemacht. Aber wir müssen das ja nicht nochmal anschauen. So. Okay. Akt 4, Szene 2. Mal sehen. Muss ich da nochmal kämpfen? Mich durchkämpfen durch Monster, um Romeo zu erreichen? Und so ein Zeug. Aha.
Ja. Wo ist jetzt Romeo? Huch. Was? Wie? War? Oh, hey, Shakespeare, verfolgt von Bran. Retten wir Shakespeare! Ron, Mr. Shakespeare, I try to hold off, oder was auch immer da stand. Ja, überlass ihn mir. Ich kümmere mich um dieses Monster. Oh oh. Oh oh. Okay, ich muss einfach nur abhauen. Die Wand war im Weg. Und jetzt? Wie lange muss ich denn hier durchhalten? Huch. Huch. Hier. Und jetzt? Was ist das für ein Skill? Oh, oh, oh. Hat es mich fast erreicht. Oh nein. Bye. Ah. Oh oh. Blöde Wand. Kann ja nichts sehen. Im Theater hier. Auf der Bühne. Lauf weg, Laterne. Du hast nur ein Lollipop. Ein blaues Lollipop. Und ich hab's geschafft. So. Oh. Nein, er hat mich doch erwischt. Schwach, ja. Ich bin schwach. Shakespeare. Okay, das war's. Aber wir haben noch keinen Brief übergeben. Geht's noch weiter? Tja, das habt ihr davon. Man kann doch keine armen Mädchen zwangsverheiraten. Und auch keine armen Jungs, aber der Paris scheint ja sie heiraten zu wollen.